Also ich bin Annika, ich bin 29 Jahre alt und ich wohne mit meiner Tochter Zoe auf dem Bauwagenplatz. Also eigentlich habe ich ja zum Wohnen nur diesen Wagen hier und meine Tochter hat einen eigenen Wagen zum Wohnen. Und dann habe ich einen Schuppenwagen. Ich wohne seit im Februar genau 3 Jahre jetzt hier. Ich arbeite als Sozialpädagogin. Was ich jetzt als monatliche Einnahmenquelle habe, reicht vollkommen. Und 33 Euro bezahlen wir jetzt an Miete. Wir haben halt keinen Stromanschluss, sondern wir haben Solarpanels auf dem Dach. Und jeder hat dann Batterien und die Panels laden die Batterien und darüber haben wir dann Strom. Einmal haben wir hier den Badewagen. Muss man halt mit dem Badeofen das Wasser heizen und kann dann duschen oder baden. Ja, manchmal als Nachteil ist einfach das Heizen mit dem Holz. Also so toll das ist, ist das sehr nervig, weil der manchmal einfach anfängt zu böllern und dann ist er nach 2 Stunden aus. Das heißt, es ist dementsprechend kalt, wenn es dann minus 11 Grad draußen ist. Es ist schon sehr kalt morgens. Und die Kompostklos sind auch so eine Sache. Die ist ja die Idee dahinter, dass es eben einfach kompostiert wird. Haben wir dahinter dem großen Gemeinschaftsklo, da haben wir sowas wie ein Biotop. Ich glaube, das ist auch schon, weil den meisten Leuten ist da auch ein ökologischer Anspruch hinter, bestimmt. Und auch so ein Anspruch, dass es autonom ist. Zum Beispiel haben ja alle hier Gasherde und wir haben gar keinen Strom von AKWs. Dadurch, dass wir keinen Wasseranschluss direkt haben, verbrauchen wir, glaube ich, viel weniger Wasser als normale Leute. Wenn du weißt, du musst das Wasser holen erst, dann bist du viel sparsamer, als wenn es einfach Wasserhahn auf und dann kommt es raus. Durch diese Freiheit alles zu machen, wie man möchte und ohne die Einschränkung, das kann man nicht machen, die Nachbarn schimpfen dann oder so, ist es halt, dass die Leute sehr kreativ sind und das einfach so machen, wie sie Bock haben. Das sieht man manchmal bei denen auch natürlich. Wir wollen halt nicht die ganze Zeit arbeiten müssen, um leben zu können, sondern wir wollen halt auch leben vor allem.